Wer heute Wohnungen ohne Parkplatz baut, verbaut der nächsten Generation die Zukunft, weil der Individualverkehr auch in Zukunft noch Platz braucht. Das Argument der Bürgerlichen lässt die Linke aber nicht gelten. Mittlerweile haben etwa 50% aller Haushalte in der Stadt Zürich gar kein Auto mehr. Aber in der Regel wird dem Bauherr gezwungen, Parkplätze zu machen, die er dann einfach nicht kann vermieten kann. Und das ist unglaublich teuer. Und irgendwann wird das auf die Wohnungsmieten umgelegt. Und das ist durch die Wohnungsmieten verteuert. Und von dem her ist es klar, also autofreies Wohnen ist in der Stadt Zürich im Trend. Und das haben wir gestern mit dem Passus in der Parkplatzverordnung bestätigt. Es ist einfach letztendlich eine weitere Verknappung von der Anzahl Parkplätze in dieser Stadt, obwohl die absolute Anzahl Fahrzeuge in der Stadt laufend weiter zunimmt. Und das führt letztlich dazu, dass sich der Mittelstand irgendwann kein Auto mehr kann leisten in dieser Stadt. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Linke anstrebt. Ein Bauherr könnte mit dem umstrittenen Artikel von der neuen Parkplatzverordnung entscheiden, ob er autofreies Wohnen will anbieten oder ob er für seine Mieter will Parkplatz bauen. Wenn er sich für autofreies Wohnen entschieden hat, dann muss er mit dem Mobilitätskonzept schauen, dass sich die Leute wirklich daran halten. Aber das ist in Zürich überhaupt kein Problem. Oder? Wir haben so viele Leute, die gar kein Auto haben und gar kein Auto wollen. Und wir haben bis jetzt 3 Wohnsiedlungen, die autofrei sind. Dass ich denke, der Markt für das Wohnen ohne Auto ist gigantisch gross in der Stadt Zürich. Wenn Sie heute ein Papier unterschreiben, das Mobilitätskonzept, Sie sagen, garantiert keine öffentlichen Parkplätze brauchen, dann ist das in 20 oder 50 Jahren. Und für diese Zeit baut man, hat das keinen Wert mehr, das Papier. Fakt ist einfach, wenn Sie doch Parkplätze brauchen, dann stehen Sie eben wieder hin auf der Straße. Das heisst, man wälzt eigentlich die Kosten der Eigentümer auf die Allgemeinheit ab. Und das ist nicht die Idee. Die Diskussion um die Anzahl der Parkplätze ist also noch nicht abgeschlossen. Wohnen ohne Auto ist in der Stadt Zürich schon seit ungefähr 15 Jahren ein immer wiederkehrendes Thema.